Michael, ohne mich, der würde überhaupt gar nicht da drin liegen. Marlene, was ist das für ein Unsinn? Wenn ich ihn nicht abgelenkt hätte, dann wäre das alles... Dich trifft keine Schuld. Es war ein Unfall, okay? Hey, ich könnte sie trainieren. Sie? Ja, ich gehe gern zu Fuß. Und ich bin schnell. Und unterhaltsam. Hm? Unterhaltsam. Du musst mir nur versprechen, dass du wieder aufwachst, hörst du? Konstantin, du musst wieder aufwachen. Bitte, wenn du mich hörst, Konstantin. Komm, drück meine Hand. Ja, ist doch ganz hübsch. Meinst du, die ist 1000 Euro wert? 70-30 werden wir nicht machen können, aber 50-50. Konstantin kommt in die Klinik nach München zu Professor Hanneberg. Wozu? Weil morgen früh sein OP-Termin ist, bevor es zu spät ist. Kommt überhaupt nicht in Frage. Was kommt nicht in Frage? Konstantin wird nicht operiert, nicht ohne meine Zustimmung. Dann... Nein! From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Was redest du denn da? Sie haben gesagt, dass die Medikamente die Hirnblutung stoppen können, richtig? Ja, und deswegen sollten wir noch etwas warten. Warten? Er schafft es ohne OP, da bin ich ganz sicher. Nur weil er angeblich deine Hand gedrückt hat? Das war keine Einbildung. Und wenn doch? Du spielst mit dem Leben unseres Kindes. Ich muss Herrn Seifeld recht geben. Halten Sie sich da bitte raus. Sieh ihn dir an. Da muss doch etwas passieren, merkst du das nicht? Ich werde dich nie wieder um etwas bitten. Mein ganzes Leben lang nicht. Aber bitte, lass ihn von Professor Hanneberg operieren. Hat Dr. Hanneberg ihn persönlich untersucht? Vielleicht ist er am Ende der gleichen Meinung wie Dr. Niederbühl. Und wenn nicht, die Zeit läuft uns davon. Keine OP, das ist mein letztes Wort. Wenn unser Sohn stirbt, dann... Das werde ich dir nicht verzeihen. Ja, ja. Nee, Hauptsache, das gute Stück ist wieder aufgetaucht. Nein, gar keine Ursache, wirklich. Ja, wiederhören. Freifrau Schenk von Geiern hat ihren Ohrring wiedergefunden. Er war in ihrem Morgenmantel. Hm. Dann haben wir also das ganze Ufer umsonst abgesucht? Naja, nicht ganz umsonst. Was machst du mit deiner Hälfte? Vielleicht Deko im Gewächshaus? Deko? Nein, welch ein Frevel. Natürlich bekommt sie einen Ehrenplatz in meinem Zimmer. Ah, ich dachte schon, du weißt mein Geschenk nicht zu schätzen. Doch, natürlich. Ist das der Abschiedsbrief für deinen Typen? Ich wollte ihn eigentlich zur Post bringen, aber das habe ich über unsere ganze Suchaktion vergessen. Du kannst ihn auch gerne mir geben, dann geht er mit der Geschäftspost raus. Ich gucke auch nicht auf die Adresse. Danke. Netter Versuch, Herr Steindler, aber das mache ich lieber selbst. Ich wollte nur höflich sein. Ja, ich muss dann mal wieder an die Arbeit. Ich auch. Kann man nichts machen. Was machst du später noch? Wieso?
Ich könnte mir hier was überlegen und dann würde ich dich abholen. Also nur, wenn du nichts vorhast. Ich würde mich freuen. Keine Operation? Oh, Gott sei Dank. Nein, vorerst nicht. Wenn Konstantin ihre Hand gedrückt hat, dann ist es ein Zeichen dafür, dass die Medikamente wirklich anschlagen. Ja, meine Frau sieht das leider anders. Wenn unser Sohn stirbt... Das wird er nicht. Normalerweise weiß ich sehr genau, was richtig und falsch ist, aber wenn es ums eigene Kind geht... Vertrauen Sie auf Konstantin. Ich bin mir sicher, wenn es einer schaffen kann, aus eigener Kraft, dann er. Sie scheinen sich sehr nahe zu stehen. Ja, also Konstantin ist ja auch der Partner meiner Mutter. Und wir sind gute Freunde. Ah, gut befreundet. Ja, dann besuchen Sie doch noch mal. Ja, Ihre Frau, die möchte das ja nicht mehr. Ach, das regle ich schon. Konstantin braucht jetzt Menschen an seiner Seite, die ihm wichtig sind. So wie Sie und Ihre Mutter. Wirklich, das... Vielen, vielen Dank. Sie wissen gar nicht, was mir das bedeutet. Also, meine Mutter und mir bedeutet. Ich werde ihr sofort Bescheid geben. Danke. Die Stunde. Mhm. Halten Sie das durch? Ich denke schon. Konsequent diese Geschwindigkeit, 4 Stunden lang, und Sie haben Ihren Halbmarathon in der Tasche. Das ist ja der Wahnsinn, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Aber was mache ich jetzt, wenn ich unterwegs einen Krampf kriege oder wenn mir die Puste ausgeht? Dafür haben Sie doch Ihren Personal Coach. Wen? Na, mich. Ich warte an den Versorgungsstationen auf Sie und mache Ihnen dann ordentlich drauf. Sie wollen kommen und mich anfeuern? Natürlich. Ich habe als Animateurin auf Teneriffa aus schwabbligen Touristen Spitzenathleten gemacht. Glauben Sie mir, ich motiviere jeden, ob er will oder nicht. Ja, also, die 500.000, die ich erben kann, sollte eigentlich Motivation genug sein, ne? Genau. Immer schön positiv denken. Dann schaffen Sie das auch. Los, genug gequatscht. Rauf da. Sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich plötzlich so nett zu mir? Plötzlich? Ich bin auch immer nett. Ja? Ja, dann tun Sie aber einiges dafür, dass das keiner merkt. Sie haben mich durchschaut. Ah. Aber verraten Sie es keinem. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ja. Und für den Fall, dass Sie die 500.000 gewinnen sollten, ein Mann wie Sie vergisst doch bestimmt nie, wen er einen Fall schuldet, oder? Ah, daran merkt man's. Was? Die Gene, sie sind genauso ein Schlitzohr wie Ihr Vater. Vielleicht. Aber ich habe die schöneren Wimpern. Ja, und auch die schöneren Augen. Super. Kira! Hey. Hey. Suchst du da was? Ja, eine Muschel. Also besser gesagt, eine halbe Muschel. Ich hatte sie da hingelegt und dann war ich nur kurz beim Briefkasten und jetzt ist sie auf einmal weg. Also, eine halbe Muschel? Ja, die war ein Geschenk von jemandem. Von wem denn? Von deinem Fahrrad da? Nein, von... Egal, auf jeden Fall bedeutet sie mir viel. Und wenn sie runtergefallen wäre, dann müsste sie hier doch irgendwo liegen. So. Du sag einmal, wie groß war denn deine halbe Muschel? Ungefähr so. So klein? Hast du sie etwa doch gesehen? Ja, tut aber allerhand Dreck hier. Blumenreste, Mulch, also ein Wahnsinn. Ja, und? Ja, irgendjemand muss ja sauber machen. Na, und vielleicht war deine kleine... Aber du hast sie doch nicht aus Versehen weggeworfen.
Ich hab alles in einen großen Müllsack rein und hab's gerade erst weggebracht. Mandy, hallo. Du, könntest du mich heute im Laden vertreten? Ich darf wieder zu Konstantins Krankenhaus. Oh. Okay, ich verstehe. Ja, und vielleicht später? Ja? Echt, oh, Mandy, du bist ein Schatz. Ich danke dir. Tschüss. Hallo, mein Schatz. Ich muss dir ganz dringend was zeigen. Tada! Für meine hübsche Tochter. Was ist? Stimmt was mit Konstantin nicht? Willst du das wirklich wissen? Sag mal, was erwartest du eigentlich von mir? Dass ich die ganze Zeit auf meinem Zimmer sitze und heule? Mama, er wurde fast am Kopf operiert. Und wo warst du? Ja, shoppen beruhigt mich eben. Außerdem dürfen wir doch sowieso nicht zu Konstantin. Schon vergessen? Doch, inzwischen dürfen wir wieder. Herr Seifelt, der hat's erlaubt. Warum hast du mich nicht sofort angerufen? Ich hab dich doch gesucht im Hotel, aber da warst du nicht. Moment. Wir dürfen also wieder zu Konstantin? Ja, ich wäre auch schon längst dort, aber ich habe erst für heute Abend eine Vertretung gefunden. Das macht ja gar nichts, dann gehe ich eben alleine. Und ich berichte dir später. Bis dann! Frau Norden, wie geht es Ihrem Sohn? Interessiert Sie das wirklich? Glauben Sie mir, ich weiß, wie es ist, wenn einen die Angst wahnsinnig macht. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Es gibt jemanden, der helfen könnte. Ein Spezialist aus München. Er würde Konstantin operieren, aber Werner ist dagegen. Warum? Er wartet lieber darauf, dass ein Wunder geschieht. So war es auch bei Alexander. Er lag auch im Koma. Ja, ja. Und eines wundersamen Tages schlug er die Augen auf und war wieder ganz gesund. Ich kenne die Geschichte. So war es bei meinem Sohn und so kann es bei Ihrem auch sein. Aber Konstantin ist nicht Alexander. Was soll ich denn machen, wenn Werner sich querstellt? Wenn er von einer Sache überzeugt ist, kann ihn keiner davon abbringen. Keiner außer ihm. Wie bitte? Wenn er auf jemanden hört, dann auf Sie. Wie kommen Sie darauf? Das wissen wir doch beide. Ich weiß, wir sind keine Freundinnen und werden es vermutlich auch nie sein. Aber Sie sind auch Mutter. Wenn jemand sich in meine Lage versetzen kann, dann Sie. Sie wissen, was es heißt, Angst zu haben, sein Kind zu verlieren. Bitte, ich flehe Sie an, reden Sie mit ihm. Das würde ich gerne tun, aber ich glaube kaum, dass ich die Richtige dafür bin. Diese Entscheidung können Sie nur gemeinsam treffen. Ich hätte es wissen müssen. Lassen Sie mich allein. Alles Gute. Freut mich so sehr, dass ich dich endlich wieder besuchen darf. Wirklich. Weißt du, ich habe mir gerade eben ein Kleid gekauft. Wenn du das an mir sehen könntest, ich glaube, du würdest sofort tot umfallen. Entschuldige. Hallo, Frau Schweizer.
Also, ich gehe dann mal raus. Nein, nein, nicht nötig. Die Untersuchungen sind abgeschlossen. Er wird jetzt nur gewaschen. Wenn Sie möchten, dann können Sie helfen. Helfen? Ja, oder Sie können das auch alleine machen. Ich denke, Schwester Claudia wird nichts dagegen haben. Wie? Ich soll ihn ausziehen und waschen wie ein Kleinkind? So können Sie ihm nahe sein und sich nützlich fühlen. Ja, nee, das, also das, ich meine, man hört ja immer wieder in Krankenhäusern, dass die Sparmaßnahmen, aber das, ich lächerlich. Nein, so, Sie werden ja dafür bezahlt, deshalb können Sie das dann auch mal machen. Ich wollte dich eigentlich ein bisschen schicker ausfinden, aber hast ja nicht so viel Zeit. Ich find's eigentlich sehr nett hier. Hast du Hunger? Hm, bisschen. Bitte. Danke. Du bist selbstverständlich eingeladen. Quatsch. Wir machen halbe halbe, so wie immer. Nein, 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 da bin ich altmodisch. Ich bin der Mann, ich bezahle. Außerdem bin ich Assistent der Geschäftsführung. Und das heißt, du kannst das Essen auf die Spesenrechnung setzen? Nein, heute sind wir rein privat hier. Ganz schön warm hier drin, oder? Ich find's eigentlich ganz angenehm. Ja? Ich find's ganz schön heiß. Ist das die Muschel vom See? Ja, ist gut, ne? Also ich wollte eigentlich eine Kette dran machen, aber Frau Schweiz hat gesagt, ich soll ein Lederband dran machen. Sieht besser aus. Wie findest du das? Steht dir. Ja? Was hast du nur mit deiner Hälfte gemacht? Noch nichts. Frag doch mal Frau Schweizer, vielleicht hat sie noch eine Idee. Ich meine, ihr seid doch Freundinnen, oder? Also, ehrlich gesagt, ich hab sie verloren. Ach so. Und wie? Keine Ahnung. Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Hey, es ist doch nur eine halbe Muschel. Wir finden bestimmt mal wieder eine. Davon gibt es doch Millionen. Ja, klar, Millionen. Was ich da vorhin im Krankenhaus gesagt habe. Verzeih mir bitte. Ja, ist schon gut. Wir haben beide Angst um unseren Sohn. Ich habe noch mal mit Professor Hanneberg telefoniert. Er hat die Krankenakte, die Bilder. Und er würde jederzeit hierher kommen, um Konstantin zu operieren. Fang jetzt bitte nicht wieder von vorne an. Er ist doch dein Golffreund. Du hast den Kontakt vermittelt. Warum hörst du nicht auf das, was er sagt? Eine zweite Meinung einzuholen bedeutet noch lange nicht, dass man ihr auch folgen muss. Ja, aber so eine schwerwiegende Entscheidung kannst du doch nicht alleine treffen. Wir sind beide seine Eltern. Diese OP ist zu riskant, Doris. Zu riskant ist es, auf Zeit zu spielen. Und auf Medikamente zu vertrauen, die vielleicht anschlagen. Mein Instinkt sagt mir, dass es genau das Richtige ist. Was, wenn du dich irrst? Ja, und was, wenn du dich irrst? So kommen wir nicht weiter. Du lässt mir keine andere Wahl. Notfalls gehe ich vor Gericht. Tja, dann tu dir keinen Zwang an. Wir müssen uns einigen. Hier und jetzt. Bitte, sag mir, wie ich dich umstimmen kann. Ich tue alles, was du willst. Nichts ist mir wichtiger als meine Kinder. Der Fürstenhof. Wenn du der Operation zustimmst, überschreibe ich dir sofort meine 90% der Hotelanteile. Das ist doch nicht dein Ernst. Du hättest wieder die alleine gemacht hier. Bitte. Hier. Ruf Dr. Niederbühl an und sag ihm, dass Konstantin operiert werden soll. Und danach gehen wir sofort zum Notar und der Fürstenhof gehört wieder dir. Uff.
falsch mit mir um das Leben unseres Sohnes? Nein. Ich bin eine Mutter, die alles für ihr Kind opfern würde. Du bist eine Frau, die glaubt, alles und jeden kaufen zu können. Ich lasse mich nicht bestechen. Nicht, wenn es um meinen Sohn geht. Danke, Schuld. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Du musst ganz dringend mit deinem Freund reden. Was glaubt er eigentlich, wer ich bin? Billiges Pflegepersonal oder was? Was ist denn passiert? Dr. Niederbühl wollte, dass ich Konstantin wasche, um mich ihm näher zu fühlen. Und was ist das Problem? Ja, was kommt da als nächstes? Soll ich jetzt die Bettpfannen von der Station entleeren oder was? Du bist mit Konstantin zusammen und willst ihn nicht pflegen? Ja, ich war bei ihm. Ich habe seine Hand gehalten. Ich habe mit ihm gesprochen. Mehr kann man jetzt nicht von mir verlangen. Also ich finde Michaels Vorschlag wirklich gut. Außerdem, wenn man jemanden liebt, hat man auch keine Berührungsängste. Die habe ich aber, gerade weil ich ihn liebe. Der Konstantin, der da liegt, der ist so schwach. Sein ganzer Elan, sein Temperament, das ist alles weg. Er ist dir nicht sexy genug? Ach, Quatsch. Ich weigere mich einfach nur, einen Pflegefall in ihm zu sehen. Oh, genau, das ist er aber im Moment. Er ist ein Pflegefall. Wenn ich mir vorstelle, ich würde da an seiner Stelle liegen, dann würde ich doch auch nicht wollen, dass er mich auszieht, mich wäscht, mir die Haare kämmt. Das ist doch entwürdigend. Du, das ist doch immer noch besser, als wenn es irgendjemand völlig Fremdes machen würde. Ich würde nicht wollen, dass mich überhaupt irgendjemand sieht. Aber gut, bitte, geh du doch hin und wasch ihn. Tu dir keinen Zwang an. Genau wie damals, als Konstantin geschlafen hat und du ihn einfach geküsst hast. Weißt du, was das Beste ist? Diesmal kann er dir nicht davonlaufen. Du willst es doch gar nicht versuchen. Ich kann's nicht. Auch wenn ich wollte. Ich bin mir ganz sicher. Konstantin, der würde das verstehen. Dass du ihn im Stich lässt. Kann ich noch ein Helles haben, bitte? Hallo. Gibt's auch kein Trinkgeld. Bist du böse? Auf die? Nein, auf mich. Wegen der Muschel. Wenn ich gewusst hätte, dass sie dir so viel bedeutet, dann... Hast du es nicht gewusst? Nee, komm, ist wirklich egal. Ich meine, ist ja auch klar, dass sie mir wichtiger ist als dir. Servus. Grüß euch. Herr König, hallo. Hi. Die Frau May hat mir gesagt, wo du steckst. Schau mal, was ich da mitgebracht habe. Schau her. Ja? Wo hast du die denn jetzt gefunden? Wenn du ein bisschen lächelst, bin ich für dich ex in die Mülltonne reingeklettert. Ja, ich habe nämlich beim Fegen nicht so aufgepasst. Und die Kira, die war so untröstlich, da musste ich sie halt wiederfinden. Das ist super lieb von dir. Danke. Sind solche Muscheln Mode, hä? Absolut, würde ihn aufstehen. Tschüss. Ja, für dich. Ja. Schorsch, servus. Servus, Julius. Untröstlich, so. Was? So. Nichts. So. ...2172. Fehlen noch über 300 Euro, bis wir die nächste monatliche Rate zusammen haben. Na, Hendrik und Marie haben ja versprochen, was zu überweisen. Hm.
Glaubst du, inzwischen bin ich fast froh, dass die beiden noch keine Kinder haben. Sonst müssten wir uns um die auch noch Sorgen machen. Das wird ja nicht ewig so weitergehen. Tja. Aber nur dann nicht, wenn ich diesen Halbmarathon schaffe. Wie willst du denn den überhaupt schaffen? Hildegard, ich hab's dir doch schon erklärt. Ich gehe genau 5,4 Stundenkilometer. Das ist wie schnelles Spazierengehen. Ja, und woher weißt du, was gerade 5,4 Stundenkilometer sind? Du hast da keinen eingebauten Tacho. Das habe ich doch mit der Frau Görres trainiert. Schau, das ist so. Ja, und deine Hüften? Ja, die werden auch beansprucht, wenn ich in der Früh in die Arbeit gehe. Komm, ich zeig's dir mal. Ach, Alfons. Schau, das ist so. Das ist weniger anstrengend, als mit dir einkaufen zu gehen. Und falls ich wirklich einmal schwächle, dann hoffe ich, dass ihr mich anfeuert. Wer sind wir? Ja, du und die Frau Görres. Ich soll dir übrigens einen schönen Gruß von ihr ausrichten. Sie erwartet dich morgen vor dem Lauf am ersten Versorgungspunkt. Ist die jetzt deine Sportlehrerin? Personal Trainer. Aha. Also, wie schaut's aus? Kann ich auf dich zählen? Klar. Die Katastrophe lasse ich mir doch nicht entgehen. Wieso hast du ja nicht gleich gesagt, dass dein Onkel die Muschel verschlammt hat? Na ja, ich wollte ihn eben nicht beim Assistenten der Geschäftsführung anschwärzen. Weil ich ihn sofort gefeuert hätte. Wir beide wissen, dass ich dich längst durchschaut habe. Oh, da bin ich aber gespannt. Du kannst ruhig zugeben, dass dir die Muschel genauso wichtig ist wie mir. Meinst du? Ja, das meine ich. Träum weiter. Kannst du ruhig zugeben? Würde ich, wenn es so wäre. Sicher? Guck doch nicht so. Ich kann nicht anders, Schneewittchen. Der Fahrstuhl. Ich weiß. Ja, danke für den schönen Nachmittag. Ich fand's auch sehr schön. Bis bald. Bis bald. Falls das eine Schenkungsurkunde ist, ich unterschreibe nichts. Ich war im Internet. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft es ähnliche Fälle wie den von Konstantin gibt. Hier. Pass auf. Friederike K. 10-tägiges Koma nach mittelschwerem Schädelhirntrauma. Dank einer OP konnte die Hirnblutung gestoppt werden. Keine bleibenden Schäden. Oder hier, Adrian I. aus Zürich. Konstantin ist kein Fall. Lies bitte. Woher nimmst du eigentlich die Gewissheit, dass deine Meinung die einzig richtige ist? Werner, es ist ein Zeichen, dass uns dieser Professor geschickt wurde. Ach, komm bitte nicht wieder mit deinem Glauben. Den ich mit Konstantin teile, falls ja. Ich dich erinnern darf. Ja, dein Glaube in allen Ehren, aber solange mir keiner garantieren kann, was für mein Sohn das Beste ist, da... Tust du lieber überhaupt nichts. Diese Operation ist vielleicht keine Garantie. Aber zumindest eine reelle Chance. Bitte, überzeug dich selbst. Danke. Komm rein. Ich bin eben fertig geworden. Hast du ihn? Ich meine... Nein, ich habe ihm nur die Hände eingecremt. Ich muss mal kurz ins Schwesternzimmer.
es fühlt sich gut an. Ich weiß, das wäre eigentlich meine Aufgabe gewesen, aber ich kann das nicht. Ich bin nicht Marlene. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle? Wie wir beide zusammen in Buenos Aires sind. Und du zeigst mir, wo du aufgewachsen bist. Komm. Los. Raus aus dem Bett. Und wir beide fahren einfach los. Komm schon. Los. Wach auf. Wach endlich auf. Oh Gott. Entschuldige bitte. Das tut mir so leid. Entschuldigung. Ich reiß mich ab jetzt zusammen, ja? Ab jetzt bin ich für dich da. Puls 173. Jetzt schalten Gang runter. Du hast eine Chance verschenkt und mehr nicht. Ich konnte nicht anders. Sonst wackelst du doch auch nicht lang. Was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich dir einfach an mich ranziehen und küssen sollen, oder was? Warum nicht? Weil man dazu Mut braucht und den habe ich nicht mehr. Wie kommt's? Weißt du, monatelang predigt sie mir, dass wir nur Freunde sein können, weil sie in irgendeinen Typen verliebt ist, ja. Und plötzlich, ich weiß, wie aus dem Nichts, ist irgendwas passiert. Keine Ahnung, erst die Sache mit der Muschel am See und dann ein Freund am Fahrstuhl. Da hatte ich das Gefühl, dass... Als ob sie will, dass du sie packst und küsst. Dann tu ihr doch den Gefallen. Ja, vielleicht ist das ja auch nur Wunschdenken. Vielleicht. Das ist eine tolle Hilfe, Nils, danke. Hallo, sehe ich vielleicht aus wie der große Frauenexperte? Ich wurde gerade verlassen. Vielleicht muss ich auch einfach zu ihr gehen, gar nicht lang fackeln, ran an die Frau, so. Das ist doch ein guter Plan. Ich muss los. Konstantin in der Klinik besuchen. Wie geht's denn ihm eigentlich? Anscheinend unverändert. Also, bevor du in Selbstmitleid badest, es geht noch schlimmer. Schützt ihr denn vor der bösen Königin? Also ich würde mich da zur Verfügung stellen. Wofür? Als mein Beschützer? Und als ihr Bräutigam. Hey, du bist ja schon da. Dein Onkel hat dich gesucht. Wer? Du bist ja verstrahlt. Wie war denn dein Date mit Xaver? Das war kein Date. Wir sind nur Freunde. Echt? Ich dachte, du bist verknallt. Warum? Darum. Ich war doch bei Marlene im Laden, als er mit der zweiten Hälfte kam. Und ein Typ, der sich eine Muschelkette machen, das ist entweder schwul oder verknallt. Ich hätte niemals gedacht, dass Xaver so romantisch sein kann. Siehst du? Erwischt. So romantisch. Das klingt doch nicht nach nur befreundet. Ich muss los. Nein, halt, stopp. Du musst mir noch den Rest erzählen. Es gibt gar nichts zu erzählen. Wir waren aus, haben was gegessen und das war's. Kein Rumgeknutsche, kein Gefummel, kein gar nichts? Nein. Du bist sicher, dass du nicht mit Xavers Zwillingsbruder unterwegs warst? Xaver ist eben einfach ein Gentleman. Na gut. Es gab da diesen winzig kleinen Augenblick. Als wir uns verabschiedet haben. Ich weiß auch nicht so genau, was da war. Da hast du dich verknallt. Aber ich bin doch noch gar nicht bereit für was Neues. Mhm.
Klar. Ich verstehe einfach nicht, warum Mama sich so anstellt. Ich wäre am liebsten rund um die Uhr bei Konstantin. Und sie traut sich kaum an ihn heran. Oder tue ich ihr Unrecht? Ihre Liebe ist leidenschaftlich. Konstantin ein stolzer Mann. Vielleicht hat sie recht. Er würde es nicht wollen, wenn sie ihn so hilflos sieht. Vorhin hat sie sich wirklich Mühe gegeben. Mehr kann man eigentlich nicht verlangen. Alfons, wo bleibst du denn? Du liest doch sowieso noch dein Krimi, oder? Na, den habe ich inzwischen auch aus. Mei. Ist doch Zeit fürs Bett jetzt. Schon so spät? Oh ja. Sag mal, diese Laufstrecke kennst du doch jetzt schon. Ja, ja, schon, Hildegard, aber in dieser Karte sind die Höhenunterschiede eingetragen. Schau zum Beispiel da durchs Wäldchen durch, da geht's einen Hügel rauf und das sind 8% Steigung. Hast du Angst, dass du das nicht schaffst? Naja, also so ganz so gemütlich wie in der Theorie wird es in der Praxis wahrscheinlich nicht werden. So, Alfons, und jetzt sage ich dir mal was. Wenn du morgen irgendwann schwach wirst oder durchkriegst Schmerzen, das ist jetzt egal, ob das am Anfang ist oder 5 Meter vorm Ziel, dann brichst du diesen Lauf ab. Ey, hast du mir zugehört? Ja, freilich. Ja, versprochen. Komm, morgen wird ein anstrengender Tag und zwar für uns beide. Ja, Hildegard, vielleicht noch einen Schlummertrunk. He? Haben wir noch ein Burgerbräu im Kühlschrank? Ja, du bist mir vielleicht der Sportler. Ja, ich kann jetzt sowieso noch nicht schlafen. Aber du musst doch ausgeruht sein. Aber jetzt bin ich aufgeregt. Ach, Mai. Aber nur eins. Sonst sperren sie dich morgen. Wegen Doping. Komm. Ja, ich komm dann auch gleich. Konstantin, werd wieder gesund. Und wenn nicht? Du bist jung und wunderschön. Willst du dich einem Mann aufopfern, der dich nicht zurücklieben kann? Soll so dein Leben aussehen? Ich liebe Konstantin. Natascha. Wären wir am Broadway, würde der Held im letzten Akt aufwachen und das Mädchen kriegen. Das Ensemble singt, Applaus, der Vorhang fällt, Standing Ovations, das ganze Programm. Aber leider, leider sieht die Realität anders aus. Das weißt du genauso gut wie ich. Ich vermisse ihn so. Seine Hände, sein Lachen, sein Geruch. Besser, ich bring dich nach oben. Nein, ich will noch einen. Hast du noch nicht genug? Das hier ist Konstantins Bar. Hier fühle ich mich ihm nah. Du musst ins Bett. Ich ertrag es nicht, alleine zu sein. Ich bin ja da. Ach, Ari. Du gibst doch nie auf. Keine Sorge, ich habe meine Lektion gelernt. Wenn du nur reden willst, dann reden wir. Du bist ein Freund. Vielleicht der Einzige, den ich habe. Bitte noch 2 auf Frau Schweizers Zimmer. Ja. Thank you.
nur machen, dass du zu mir zurückkommst. Konstantin. Wenn es doch so einfach wäre. Ich würde keine Sekunde zögern. Ich bin wegen der Blumen hier. Wegen welcher Blumen jetzt genau? Die im blauen Salon, die sind total weg. Die müssten ausgetauscht werden. Die habe ich gerade erst ausgetauscht. Gestern. Ach so. Ach, Quatsch. Die auf der Terrasse, hatte ich Lobby gesagt. Blauer Salon. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall müssen die ausgetauscht werden. Ich kümmere mich drum. Gut. Sonst noch was? Doch. Du siehst so müde aus. Hast du schlecht geschlafen? Ich habe komisch geträumt. Oh. Hoffentlich nicht von mir. Entschuldige. Herr Saalfeld, guten Morgen. Ja, sollten wir das nicht noch einmal in Ruhe besprechen? Ja, ich verstehe. Ja, ich kümmere mich um alles. Bis gleich. Ging's um Konstantin? Ja, Professor Hanneberg ist auf dem Weg zu ihm. Herr Saalfeld hat seine Meinung geändert. Wegen der OP. Wieso hast du es ihm denn nicht ausgeredet? Du hast doch selbst gesagt, wie riskant das ist. Ich vermute es nur, Marlene. Keiner kann sagen, ob Herr Riedmüller ohne diese Operation auch aufwacht. Doch, ich weiß es. Aber Marlene, warte, warte kurz. Bitte. Beruhige dich doch. Seine Eltern haben so entschieden. Das müssen wir akzeptieren. Bitte überzeug sie. Bitte, bitte versuch's wenigstens. Ich bin doch kein Spezialist. Ja, aber der Professor, der hat ihn ja noch nicht mehr untersucht. Vielleicht teilt er ja meine Meinung. Willst du mitkommen ins Krankenhaus? Ja, aber... Fahr du schon mal vor. Ich muss meiner Mutter Bescheid sagen. Sie muss wissen, was los ist. Okay.
Guten Morgen, mein Spitzensportler. Greif herzhaft zu, du wirst es brauchen. Ich wünsche dir einen guten Start und werde dir unterwegs zujubeln. Kuss, Hildegard. Mein Gott, Sie sind ja noch nicht mal umgezogen. Los! Ihnen auch einen schönen guten Morgen. Was platzen Sie hier überhaupt so rein? Ich hatte Angst, es sei irgendwas Schlimmes passiert. Was soll denn passiert sein? Ich bin am Frühstücken. Mengen Sie auch einen Kaffee? Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie spät es ist? Mhm. Ich habe einen Wecker. Oh Gott. Ich habe ihn ausgeschaltet und mich noch mal umgedreht. Wie spät ist es denn? Der Halbmarathon? Das war der Startschuss. Es geht los, genau in dieser Sekunde. Und zwar ohne Sie. Mama. Mama, ich bin's. Hey, schon mal was von Anklopfen gehört? Oh nein, oh nein. Der Eingriff, der ist nicht richtig. Ach, haben Sie heimlich Medizin studiert? Nein, nicht. Ich habe geträumt. Ich habe geträumt, dass Konstantin von alleine wieder gesund wird. Ein Traum? Das ist natürlich wirklich ein schwerwiegendes Argument. Er hat mich geküsst. Ja, endlich. Das wolltest du doch. Hat der Mundgeruch. Hat sich dein wild gewordenes Töchterchen wieder beruhigt? Wir hatten einen Riesenstreit. Ach, du bist erwachsen, brauchst dir von keinem schlechtes Gewissen machen zu lassen. Ja, komm. Ja, wir halten unser verdammtes Haus. Wir halten's. Herr Sonnenbichler, beeilen Sie sich! Sie haben's gleich geschafft! Wie ich ticke. Ja. Ich habe gesehen, dass Mandy dir diese Rose geschenkt hat und ich habe auch gehört, dass du ihr gestanden hast, dass du auf sie stehst. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.